Die Krise über den Umgang mit Flüchtlingen dominiert seit Monaten das politische und mediale Tagesgeschehen. Auch innerhalb der Familie und unter Freunden ist das Thema ein heißes Eisen. Viele Menschen finden es schwierig, darüber zu diskutieren, und auch die politischen Verantwortlichen in Europa stehen diesem Thema mitunter ratlos gegenüber. Nach wie vor gibt es keine europäische Einigung über eine gemeinsame Vorgangsweise. Die NGOs und private Hilfsorganisationen stehen mit diesem Thema mitunter alleine auf weiter Flur, und deshalb haben engagierte Bürger eigene Aktivitäten gesetzt. So zum Beispiel in der Salzburger Stadtgemeinde Seekirchen im Salzburger Flachgau, wo sich die Initiative Seekirchen hilft gebildet hat. Many thanks for the chief volunteer of Seekirchen, Doris. Dear Doris, liebe Doris, you and your team, you are making so much for our community and for these people here, and you made it possible to have this come together here on the sunny island. Danke, was du machst, ist wirklich phänomenal. Ich danke euch allen, liebe Ehrenamtliche von Seekirchen. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Also die Initiative ist spontan entstanden. Es gab einen Informationsabend für die Anrainer in Schönbrunn-Prechting, weil dort war das erste Asylquartier geplant und ist auch dann in Betrieb genommen worden mit 36 Asylbewerbern. Und bei dieser Versammlung ging es vor allem darum, dass die Bedingungen für Flüchtlinge hier in Seekirchen mal beschrieben wurden. Die Anrainer haben ihre Bedenken geäußert, und bei dieser Versammlung war auch die Bürgermeisterin auch verantwortlich von Caritas, um einfach diese Situationen zu erklären und was da auf Seekirchen zukommt. Und das war sozusagen auch ein neues Feld für uns alle. Und mir gegenüber ist die Hausleiterin gesessen, die Frau Koppler, die dann das Haus dann auch als Hausleitung übernommen hat in Schönbrunn-Prechting, und hat bei der Gelegenheit gesagt, ja, sie würde ein bisschen Unterstützung brauchen beim Sammeln von Spenden, beziehungsweise auch das Haus müsste noch ein bisschen adaptiert werden, und hat dann gesagt, ja, so, da wäre sie froh, wenn sie Unterstützung bekommen würde. Ich saß ihr gegenüber und habe gesagt, ja, das ist kein Problem, diese Möglichkeit ergreife ich gerne und schaue, wie wir das organisieren können. Das war so Mitte August. Und so hat die ganze Initiative begonnen. Wir haben dann innerhalb von wenigen Tagen, wie das bekannt wurde, haben sich auf der Gemeinde schon ganz viele Freiwillige gemeldet, die in irgendeiner Form gesagt haben oder auch mitgeteilt haben, was sie beitragen könnten. Und innerhalb von einer Woche haben wir dann die erste Freiwilligenversammlung schon unter meiner Leitung dann durchgeführt. Und bei dieser Freiwilligenversammlung waren 70 Freiwillige, die wirklich ganz viel und ganz positiv Zeit und Sachspenden einbringen wollten und gemacht haben. Mittlerweile, also in kürzester Zeit, sind wir dann auch mit mehr und mehr bekannt werdender Initiative auf 300 Freiwillige gekommen in unserer Liste. Im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes Ernährung und Haushalt wurden Schüler der neuen Sportmittelschule Seekirchen in die Geheimnisse der syrischen Küche eingeweiht. Auch das fünfte Miteinanderfest, wieder in der Sonneninsel ausgerichtet, war eine wunderbare Veranstaltung. Zahlreiche Seekirchnerinnen und Seekirchner trafen sich mit den Bewohnern der Flüchtlingsunterkünfte in Schönbrunn-Prechting und in der Wallerseestraße. Eine tolle Spende gab es auch. Ein Seekirchner spendete den Geburtstagserlös seines 60. Wiegenfestes komplett an Seekirchen hilft. Vielen, vielen Dank nochmals an dieser Stelle. Danach war Zeit für ein geselliges Miteinander bei einem abwechslungsreichen Buffet. Es findet hier heute ein Willkommensfest für Flüchtlinge statt. Wie willkommen sind Flüchtlinge in Seekirchen aufgrund der vielen Diskussionen und auch negativen Berichterstattungen
Wie willkommen sind in Seekirchen Flüchtlinge? Ich habe das immer schon als unsere soziale Verantwortung gesehen, dass wir Menschen, die Unterkunft suchen und Obdach suchen, auch Obdach geben. Und das ist uns in Seekirchen sehr gut gelungen. Und die negativen Berichterstattungen muss man natürlich ernst nehmen. Man muss auch die Ängste der Menschen verstehen oder versuchen zu verstehen. Aber ich kann nur eins sagen, dass bei uns in Seekirchen das sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt hier eine Initiative von Seekirchener Bürgern. Seekirchen hilft, heißt diese Initiative. Also Seekirchen hat schon Flüchtlinge aufgenommen, gar nicht so wenige. Aber die Quote noch nicht ganz erfüllt. Wird Seekirchen die Quote erfüllen? Wir sind jetzt einmal froh, dass wir haben jetzt 112 Flüchtlinge in Seekirchen, das ist ungefähr 1% unserer Wohnbevölkerung. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wenn das Maß stimmt, dass es auch funktioniert. Und für mich ist dieses Maß stimmig bei uns in Seekirchen und deswegen geht es auch so gut. Ich sage immer, solange nicht alle anderen Gemeinden, die noch niemanden haben, jemand aufgenommen haben, wollen wir die ersuchen, auch Flüchtlinge aufzunehmen und dann werden wir weitersehen. Also Sie plädieren schon auch für eine gerechte Verteilung natürlich, was auch nachvollziehbar ist. Ich plädiere für eine gerechte Verteilung in ganz Europa. Europa. Ja. Wie stehen Sie zur von der Bundesregierung beschlossenen Obergrenze von Flüchtlingen, die also hier um Asyl ansuchen können, dürfen, beziehungsweise durchgelassen werden? Ja, ich habe das anfangs, hatte ich Bedenken, wie ich das gehört habe. Ich bin aber der Meinung, dass es richtig ist. Nicht nur wegen unserer Bevölkerung, sondern auch wegen der Flüchtlinge, die wir dann in die Obdachlosigkeit bei uns bringen, wenn wir wissen, wir können sie nicht unterbringen. Also ich glaube, dass das auch diesen Menschen gegenüber nur fair ist, zu sagen, es ist, wenn wirklich kein Platz mehr ist, es ist kein Platz mehr, weil wir wollen ja, dass diese Menschen ein menschenwürdiges Leben bei uns führen können. Seekirchen ist ja nicht nur bekannt durch die schöne Landschaft, durch den See und auch zum Teil als Fremdenverkehrsort. Zum Schluss jetzt die letzte Zeit auch bekannt geworden durch die Holzhäuser, die für die Flüchtlinge entstanden sind. Welche Erfahrungen gibt es aus diesem Bereich mit den Bewohnern dort und mit den Anrainern? Es gibt durchwegs positive Erfahrungen, also oder umgekehrt, ich habe bis jetzt kein negatives Echo bekommen und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir diese Holzhäuser haben. Anfangs hätten Container auf diese Fläche kommen müssen, da habe ich die Pläne dafür gesehen und die haben mich wirklich erschreckt. Und ich finde, diese Häuser ermöglichen ein menschenwürdiges Leben, was nicht nur für die Menschen, die dort untergebracht sind, wichtig ist, sondern auch für unsere Bevölkerung, weil wenn es den Flüchtlingen gut geht, dann geht es uns auch gut. Ich befinde mich hier am Stadtplatz in Seekirchen mit zwei in Seekirchen lebenden Flüchtlingen, mit Hussam und Ahmed. Hussam und Ahmed sind seit September in Seekirchen. Hussam, wie stellt sich das in Seekirchen für dich dar, hier zu leben und von zu Hause? Du kommst aus Aleppo. Ja. Wie stellt sich das in Seekirchen hier für dich dar, aus einem anderen Kulturkreis? Wie gehst du persönlich damit um? Alles gut, es geht, jeden Tag ist es besser. Erst einmal, wir haben viele Probleme, noch 5 Jahre mit dem Krieg in Syrien und hier es ist es ein sehr schöner Platz und die Leute hier sehr nett und helfen uns sehr viel mit allen. Wenn wir brauchen, Opa Cesar für mit Interview in BFA oder wir haben viel Deutschkurs. Es gibt ein Programm für Deutschkurs für uns.
von Leuten aus der Kirche. Es war Unterricht in der Woche, jede Woche, 2 Stunden. So, unsere Sprache ist jeden Tag besser, so. Ich hoffe, man muss mehr. Wie stellt sich das dar, wenn man die Berichte aus Aleppo heute sieht, wenn du im Fernsehen siehst? Welche Gefühle hat man dabei? Die Situation in Aleppo ist jeden Tag schlechter und wir denken sehr viel in Aleppo. Unsere Probleme ist nicht da in Aleppo, aber hier die Leute, wenn sie lächeln zu uns, mit unseren Gesichtern, wir vergessen ein bisschen unsere Probleme. Und die Leute im Seekirchen fühlen unsere Probleme. Und das ist besser für uns. Wir hoffen alles gut für unsere Familie in Syrien. Wir hoffen einmal, wir möchten geben zurück für die Leute in Seekirchen. Wir möchten ein etwas zurück machen für die Leute. Sie helfen uns jetzt und wir hoffen vielleicht in Zukunft geben zurück für ihnen. Auf der anderen Seite ist hier bei mir Ahmed. Ahmed, aus welchem Teil von Syrien kommst du? Ich komme aus Syrien, aus Deir ez-Zor. Sie ist östliche Syrien. Meine Familie jetzt wohnt in Syrien. Habe ich 2 Brüder in Deutschland. Aber ich möchte bleiben hier, weil die Leute hier sind gut. Wenn ich sehe, ich freue mich. Zufrieden. Und sie helfen uns immer und sie fragen uns immer, was wollen sie. Und ich wollte mit sie, weil mit meiner Familie. Wie bist du nach Österreich gekommen? Auf welchem Weg? Bist du mit Schlepper oder mit auf ganz normalen Weg mit Flugzeug und anderen Verkehrsmitteln nach Österreich gekommen? Oder war es notwendig, dass man sich einer Schlepper-Einrichtung bedient? Ich komme nach Österreich mit meinem Freund in Türkei, mit kleines Brot. Und wir haben viele Probleme in Grenzen, keine Essen und schlecht schlafen und benutzen sich schlecht. Ich möchte nach Österreich kommen, weil ich habe gehört, hier viele Leute sind gut und ich möchte bleiben hier. Wie kann man den Krieg beenden in Syrien, dass der Krieg zu Ende ist? Ich glaube, der Krieg in Syrien fertig. Wir haben in Syrien nicht Bombe. Wir können nicht die Bombe machen in Syrien. Unterschiedlich geschlossen die Border zu Flüchtling. Die Grenze, ja. Ja, die Grenze zu Flüchtling. Nur geschlossen die Grenze zu Bombe. Jeden Tag viele Bombe kommen nach Syrien. Und wenn man macht Flucht von Syrien, es ist geschlossen. Du kannst nicht Flucht. Du musst die töten. Ja. Und wenn diese geschlossen in so Bombe nicht kommen jeden Tag, dann ich glaube mit 2 Monaten die Krieg in Syrien fertig. In Syrien regiert aber doch, kann man sagen, der Islamische Staat. Ja. Sind das Terroristen?
Ja, genau. Das ist, wir können nicht mit ihnen bleiben. Wir Flüchtlinge mit ihnen, von ihnen. Wir kommen nach Europa fahren vor ihnen. Wir können nicht. Aber wir müssen alles zusammen machen für diese Probleme solfen. Dann vielleicht mit halb Jahre wir werden zurück nach Syrien gegangen. Also wenn in Syrien Frieden wäre, ja. Ihr würdet nach Syrien zurückkehren? Wir hoffen alle, wir müssen aufraufen unser Land. Und wir vergessen nicht, die Leute hier in Österreich helfen uns viele. Und wir hoffen einmal, die Leute in Österreich kommen mit uns nach Syrien zu schauen, schönes Land. Es gibt, Syrien ist auch altes Land und viele Kulturen sind in Syrien geblieben. Weltkulturerbe? Ja, Weltkultur. Und die UNESCO-Organisation hat gesagt, Aleppo ist die älteste Stadt in der Welt. Und das ist internationale Kultur, nicht syrische Kultur. Bei mir ist jetzt noch der Jürgen Kessler, der Mann von der Doris Kessler, der auch hier sehr engagiert ist bei der Initiative. Und der also Flüchtlinge transportiert und fährt und so für das Drumherum sorgt. Was ist so genau deine Tätigkeit, Jürgen? Ja, wir haben etwa 50 Leute, die sich gemeldet haben, dass sie Flüchtlinge zum Arzt fahren, zum Einkaufen fahren oder was auch immer anfällt, auch zu unseren Feiern in die Sonneninsel bringen. Und ich koordiniere das Ganze. Ich muss sagen, das funktioniert wunderbar. Das heißt, heute haben wir zum Beispiel ganz kurzfristig eine Anfrage gekriegt, dass wir einen Bücherschrank in die Wallerseestraße bringen könnten. Und ich rufe denjenigen an, der einen VW-Bus hat, und in einer Stunde war das dort. Also so helfen wir ganz pragmatisch, ganz schnell, unkompliziert, die Dinge immer noch besser zu machen. Also es ist eine Tätigkeit, die umfangreich auch in den gesamten Lebensbereich der Flüchtlinge hineinspielt und wo es organisatorisch einfach immer wieder Maßnahmen zu treffen gilt und somit auch eine Herausforderung. Also das ist eine logistische Herausforderung, aber das macht mir kein großes Problem, weil ich mal Logistiker war in meinem Berufsleben. Das Menschliche ist viel, viel wichtiger dabei. Und da sind jetzt in letzter Zeit Dinge dazugekommen, Vorbereitung auf die Interviews zum Asylbescheid. Das heißt, mit den Menschen dorthin zu fahren zu einer Einrichtung, Sabera, die einfach dort eine sehr gute Hilfestellung leistet und den Flüchtlingen auch sagt, worauf es ankommt bei diesen Gesprächen. Das ist das eine. Morgen fahre ich zum Beispiel mit einer Familie eine Wohnung anschauen. Da sind wir aber noch am Arbeiten. Das ist noch längst nicht am Ende. Wir müssen das aufbauen, dass wir wirklich nicht zu dritt oder viert die gleichen Dinge machen, sondern dass wir eine Basis haben, welche Wohnungen stehen gerade zur Verfügung, für wen könnten wir die anbieten. Das muss auch sehr, sehr schnell alles gehen. Danke auch an Jürgen Kessler für die Ausführungen. Es ist offensichtlich eine massive logistische Herausforderung, auch die ganzen Lebensbereiche der Flüchtlinge irgendwo mitzunehmen. Und in diesem Sinne vorerst danke. Danke auch. Sachspenden, Zeitspenden und Geldspenden. Bei den Sachspenden, je nachdem, was wir gerade brauchen, also da sind unterschiedliche Anforderungen immer. Bei den Zeitspenden, wir freuen uns über jede ehrenamtliche Mitarbeit, wo jemand freiwillig etwas übernimmt, von den Fahrdiensten bis zu den Sprachunterricht, bei Arbeitssuche, bei Wohnungssuche, bei Unibegleitung an Behörden wegen. Da braucht es die Zeit und Geld brauchen wir deswegen auch immer wieder, weil das ein oder andere von uns auch noch unterstützt oder gefördert wird, wenn Flüchtlinge etwas tun. Da achten wir aber auf ein gutes Augenmaß, was ist noch vertretbar oder es soll keine extra Zuwendung sein oder es soll keine Verwöhnung
Gedanke dabei sein, sondern was ist zum Beispiel manchmal noch notwendig, was ist wichtig, dass wir da jetzt noch leisten oder tun und was kann am besten oder am ehesten durch Geld, wie zum Beispiel das Schulmaterial für Kinder oder sowas, abgedeckt werden. So kann man uns am besten helfen. Mhm.